Moin Moin und hallo zu einem weiteren Game One Not So Special, dieses Mal mit der Top 20 der Games-Redaktion. Aber Budi, das Thema hatten wir doch schon mal. Aber Simon, das ist uns vollkommen egal. Fantastisch. Unglaublich. Wir mögen Spiele, aber diese hier mögen wir ganz besonders. Warum? Sagen wir euch ja gleich. Platz 20, Unreal. Realismus ist eh total überschätzt, deshalb auf Platz 20, Unreal. Platz 19, Heavy Rain. Man kann vom Spiel oder seinem Schöpfer, dem leicht selbstverliebten David Cage, halten, was man will. Fakt ist, dass allein der Versuch, ein Spiel wie Heavy Rain zu schaffen, ein gewagter Schritt und ein gelungenes Experiment darstellt. Und sowas braucht die Spielekultur. Es gibt in Heavy Rain einfach sehr, sehr viele Ansatzpunkte, wo man sagen kann, das bringt das Genre voran, das ist eine Sache, die hat keiner gemacht, das hat sich noch keiner getraut. Warum ist da noch nie jemand drauf gekommen? Heavy Rain besteht wirklich aus tausend von diesen Sachen. Platz 18, Bayonetta. Warum etwas nur auf die Spitze treiben, wenn man es noch eine ganze Ecke weiter treiben kann? Das muss der Gedanke hinter Bayonetta gewesen sein. Wie viel geballten Wahnsinn kriegen wir in nur ein Spiel? Salvador Dali hätte seine wahre Freude daran gehabt. Bayonetta selbst ist so dermaßen oversexed. Also allein wie die rumläuft und mit dem Arsch wackelt die ganze Zeit. Das ist ein wahres Fest für den pubertierenden Nerd in uns. Also, man kann das eigentlich nicht ernst nehmen und genau das macht's wieder so geil. Platz 17, SimCity. Bevor die Sims zuhauf durch Tausende von Erweiterungen wuselten, gab's den Daddy aller Simulationsspiele, SimCity. Was hatten wir Spaß mit dem Teil, meine Herren. Und war da begeistert davon, dass Godzilla durch die Straßen ziehen konnte und alles kaputt machen. Ich glaube, das war auch das, was den Zauber vom Spiel für mich ausgemacht hat, alles zu zerstören. Was ich immer ganz gerne gemacht habe, war dann über Nacht das Spiel anlassen. Also vorbereitet, Super Nintendo angelassen, pennen gegangen. Am Morgen hatte ich entweder 100.000 Leute mehr, die in der Stadt gewohnt sind, oder alles stand in Flammen. Platz 16, Quake Live. The message is Fraggerei, live, Quake Live. Quake Live ist das StarCraft der Ego-Shooter. Weil das den Ursprung von Fast-Paced Ego-Shooter E-Sport bedeutet. Naja, das ist halt Sport. Wenn du da wirklich eins gegen eins gegen jemanden spielst, alles Schwede, wenn du da nicht gute Reaktionen hast, dann bringst du halt auch nichts. Platz 15, Pirates. Es geht nichts über das Original, das Meisterwerk von Sid Meier aus dem Jahr 87 erreicht nach wie vor 17 Rs auf unserer Yo-Ho-Ho-Ho-Skala. Es gab nichts anderes, außer du kommst von der Schule nach Hause, machst Pirates an und zockst, bis dann El Bandi im Fernsehen läuft. Platz 14, Ico. Im Grunde ist Ico so etwas wie Legend of Zelda für Kunststudenten. Ein spielbares Gemälde, bei dem die Emotion sowohl vor als auch hinter der Mattscheibe stattfindet. Hat mich einfach wirklich nur gefesselt, weil das Prinzip, dass du wirklich die Taste gedrückt halten musst, um die Prinzessin entsprechend auch wirklich, naja, haptisch in der Hand zu halten. Sobald du den Knopf loslässt, dann lässt du sie auch los. Und das ist irgendwie auch das Faszinierende dran, weil man irgendwann so eine Abhängigkeit zu diesem Button kriegt, mit dem man das Mädel in der Hand hält. Platz 13, System Shock.
Shock to the system. Ja, nicht immer nur Bioshock und so. Pass mal auf, du. Platz 12. Dead Space. Im Weltall hört einen keiner schreien, denn Dead Space-Protagonist Isaac Clarke redet nicht. Dafür schrien und erschreckten wir uns umso mehr beim Spielen. Platz 11. Alan Wake. Alan Wake halte ich für eines der meist unterschätzten Spiele des Jahres, weil es als einziges zusammen mit Heavy Rain versucht hat, wirklich die neue Stufe von Spielfilm zu bilden. Alan Wake ist ein geiles Spiel, hat eine super Atmo, gerade so wenn es dunkel ist und durch die Bäume so Nebelschwaden ziehen und eben nichts hat außer einer Taschenlampe und so ein paar Generatorenlichtern, die ab und zu in der Ferne blinken. Das ist schon eine ziemlich geile Stimmung, die andere Spiele so nicht hinkriegen. Platz 10, Fallout 3 New Vegas. Also es ist echt ein Spiel, was so viele Facetten hat und was einfach geil ist und mit seinen Buddies oder mit seinem Hund dann irgendwie durch die Pampa stapfen, das macht auch beim 100. Mal noch Spaß. Platz 9, Left 4 Dead 1 und 2. Schöner als in Left 4 Dead wurden Zombies selten beseitigt. Ey, ich bin der bei Left 4 Dead immer zurückgelassen wird, schreit ey, 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 weil alle schon irgendwie genau wissen, wo es lang geht. Das ist eigentlich das Geile an Left 4 Dead, dass man tatsächlich nur im Team gewinnen kann. Und dann müssen sie mich alle holen und kacken mich an und dann versuche ich mitzurennen. Dann bleiben sie alle stehen, ich renne weiter voraus, weil ich denke, okay, da geht's weiter. Dann hat mich da vorne einer und so geht's die ganze Zeit weiter. Ich bin immer am falschen Platz, zum falschen Ort, zur falschen Zeit. Springen wir direkt auf Platz 1 von allem. Werbung. Platz 8, Uncharted 2. Es ist einfach bombastisch gemacht. Man hat ständig das Gefühl, wow, okay, jetzt muss ich aufpassen. Okay, jetzt bin ich wieder im neuen Level, jetzt kann ich ein bisschen klettern. Oh, jetzt muss ich schießen. Oh, coole Cutscene. Oh, jetzt wird es wieder Action. Irgendwie so geht's die ganze Zeit durch. Platz 7, UFO Enemy Unknown. UFO, Klassiker. Ein super Spiel, man hat Forschung, Strategie, Rundenstrategie, Aliens, Alien-Autopsien. Wirklich der Klassiker schlechthin für mich. Das erste Strategiespiel, was ich bewusst wahrgenommen und gespielt habe auch, also durchgespielt habe auch. Platz 6, Mass Effect 2. Ein riesiges Universum voller faszinierender Charaktere, Dramatik und Romanze. Gut, das klingt jetzt irgendwie wie ein Arztroman, tatsächlich aber haben sich BioWare beim zweiten Teil der Space Opera nochmal selber übertroffen und auch noch das Rollenspielsystem To The Max entschlackt. Absolutes Meister-Storytelling. Man muss sich also immer entscheiden, welchen Weg gehe ich? Werde ich gut, werde ich böse? Mit wem will ich irgendwie Freund sein und mit wem nicht? Aber zu Mass Effect 2, muss ich sagen, haben mich die Frauen natürlich da am meisten interessiert. Platz 5, Battlefield 1942, Bad Company 2. Battlefield 1942, ich glaube, mein Lieblingsspiel aller Zeiten.
Das lief sogar noch auf dem alten Arbeitsrechner von meinem Vater, wo ich dann, wenn ich bei Besuch bei den Eltern war, trotzdem jeden Abend irgendwie noch auf dem schlechten Scheißrechner Battlefield 42 gezockt habe. Platz 4. Batman Arkham Asylum. Ich bin Batman. Du bist Batman. Sind wir nicht alle ein bisschen Batman? Nee? Wir belohnen an dieser Stelle eines der ersten Spiele, das es geschafft hat, den psychologischen Kern eines der coolsten Superhelden überhaupt in ein super cooles Spieleprinzip umzusetzen. Heiliger Respekt, Batman. Das ist wahre Kunst. Batman! Batman! Batman war, glaube ich, das beste Spiel letztes Jahr. Also ich habe mich komplett von vorne bis hinten geflasht. Batman! Was soll man noch zu Batman sagen? Es ist halt geil. Platz 3. Indiana Jones Fate of Atlantis. Das Spiel, das 15 Jahre vorher schon besser war als der vierte Indiana-Jones-Teil im Kino. Wäre der Film doch nur so geworden. Das ist der Indie, wie wir ihn kennen. Tolle Story, super Gags, ein absoluter Wahnsinnsklassiker. Sollte von allen gespielt werden. Jetzt, sofort. 15 Disketten, ja. Ich hatte 2 Diskettenlaufwerke und ich musste, ungelogen, bei Cutscenes teilweise zwischen 3 Disketten hin und her wechseln. Hat mich nicht davon abgehalten, das Spiel zu spielen, bis ich zu der Szene gekommen bin, wo du auf einem Bazar bist und der ist mit ungelogen 2 Frames die Sekunde gelaufen. Und dann konntest du nicht mehr weiterspielen. Platz 2, StarCraft 2. Man kommt einfach nicht drum rum. StarCraft 2 ist ein Phänomen. Punkt. Ein Spiel, das vielleicht nichts unbedingt neu macht, aber das, was es macht, bis zur absoluten Perfektion poliert. Braucht man eigentlich nichts mehr zu sagen. Es ist, fernab von dem ganzen Multiplayer-Gedöns, meiner Meinung nach ein echt glaubwürdiges Setting. Das ist für mich das allerbeste Spiel. Im Moment will ich nichts anderes spielen. Und ich glaube, das bleibt auch erstmal so. Ich glaube, das dauert noch 12 Jahre, bis ein weiteres Spiel kommt, das StarCraft 2 für mich ablösen wird. Ist einfach so. Hail, it's about time. Platz 1. Limbo in 14 Worten. Kleiner Junge rennt durch schwarz-weiße Silhouetten und wird ständig grotesk um die Ecke gebracht. Natürlich ist es viel mehr als das. Wie ein so simplistisches Spiel eine solche Atmosphäre hervorbringt, das ist wahre Kunst und hat uns nachhaltig beeindruckt. Limbo beweist, dass es keine fetten Monstergrafik bedarf, um ein erfolgreiches, tolles Spiel zu schaffen, sondern nur eine gute Idee. Und genau so etwas hält Spielvielfalt am Leben. Daher verdient die Nummer 1 für Limbo. Abmoderation, E-Mail und Ende. Außerdem noch Winterpause. Bis nächstes Jahr. Oh.